Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am 16.09. Mittwoch 10.40 Uhr, einem Tag vor der Fed-Sitzung. Wollen wir uns den DAX mal wieder näher anschauen, nachdem wir ihn gestern relativ gut einfangen konnten. Wir hatten ja auf der Startseite von Godmode Trader hier auch den Artikel und natürlich auch im World Wide Web gestreut, dass es sich möglicherweise noch um eine Aufwärtsbewegung handeln könnte. Gehen wir mal kurz dazu hier auf die Startseite. Da hieß es hier, zum Beispiel, wie immer mal wieder auch aufgezeigt, im Sinne der Intraday- und auch Tages-Fuzzi-Vektor-Logik, dass eine Erholungsbewegung möglich sei. Und der DAX, da schauen wir nachher auch direkt nochmal drauf, den 30-Minuten-Chart, konnte das Vortagestief vom Montag sozusagen verteidigen und zog dann gerade im Späthandel an. Das war aber eine relativ zähe Geschichte, die wir letztlich jetzt nochmal neu bewerten wollen, weil das war wie gesagt eine Intraday-Beschau und heute neuer Tag, neues Glück. Was macht der DAX? So recht mag er noch nicht in Schwung kommen und wir fangen gleich mal mit dem Tageschart an. Da sehen wir hier diese Range, die wir auch bereits in der letzten Woche in den Fokus nahmen. Sie erinnern sich vielleicht hier an den Widerstand 10.370 Punkte, von dem es ausgehend hier am 8.9. auch eine Short-Bewegung geben sollte. Die gab es auch dann sogar hier dann allerdings noch tags drauf mit dem Spike nach oben. Hier wurden wieder viele Marktteilnehmer mit Sicherheit abgeholt, um dann praktisch letztlich doch unterhalb dieses Widerstands von 10.370 Punkten zu schließen. Generell auch hier die Verlockung eines aufsteigenden Dreiecks, diese Formation selbst allerdings eine Trendfortsetzungsformation. Und wenn wir uns hier den Trendimpuls beim DAX aktuell anschauen, dann gehen wir hier oder sehen wir hier ganz klar eine Abwärtsbewegung und insofern das aufsteigende Dreieck hier mit einer gewissen Fragwürdigkeit behaftet. Generell hier ein kurzfristiger Aufwärtstrend auch noch möglich, doch schräge Trendlinien haben einen schrägen Charakter. Insofern würde ich hier nicht allzu viel drauf geben. Die Trendlinie dennoch bislang verteidigt. Tatsache ist, solange der DAX hier in dieser Range bleibt und das ist eben 10.030, 10.000 Punkte glatt, auf der Unterseite und oben 10.370 Punkten kann man hier einfach davon ausgehen, dass der DAX relativ unentschlossen bleibt und hier auch Fake-Manöver startet. Also hier das bereits in der vergangenen Woche angedeutete Szenario in Gelb mögliche Range setzt sich hier tatsächlich weiter fort. Wir dehnen die Range entsprechend aus und dies dürfte höchstwahrscheinlich auch bis morgen der Fall bleiben. Morgen Abend ausnahmsweise nicht Mittwoch, das wäre dann heute der Fall, sondern eben morgen am Donnerstag die Fed mit ihrem, ja, mit ihrer Offenbarung, was denn nun abgeht, das kann für wilde Eruptionen sorgen. Am Freitag haben wir auch noch den dreifachen Verfall, den Hexensabbat. Soll heißen, hier könnten die nächsten zwei Tage sehr unruhig und turbulent werden und wahrscheinlich, das ist mal sozusagen die Annahme der aktuellen Bewertung, ist es, dass in der kommenden Woche relativ klare Signale für eine, sage ich mal, Swing-Fortsetzungstendenz lokalisierbar sind. Denn da, man darf nicht vergessen, zur Fed sind sicherlich wilde Ausschläge möglich, je nachdem, wie die Statements ausfallen. Im schlimmsten Fall für alle Trader passiert rein gar nichts und wir verweilen weiter in dieser Range, aber die Erwartungshaltung sind sehr groß von den Marktteilnehmern. Insofern mal abwarten, was passiert ist. Sind ja wilde Spekulationen in beide Richtungen unterwegs. Faktisch eine Leitzinserhöhung sollte früher oder später kommen. Das ist nun mittlerweile so weit gepredigt, dass es nicht vermeidbar scheint. Aber die Frage ist eben wann. Und warten wir ab, was morgen passiert. Letztlich für den DAX selber hier in Range alles neutral. Ein klarer Ausbruch und das dürfte morgen eben wahrscheinlich erst nachbörslich geschehen, also hier im außerbörslichen Geschäft. Wir haben hier bei Guidance die 24-Stunden-Indikation von JFD Brokers. Das heißt, das Ganze tickt hier auch nach 17.30 nach dem CETA-Handelsschluss, also bis 22 Uhr weiter mit und dann können Sie hier natürlich auch die nachbörslichen Geschehnisse einfangen. Die Frage wird dann eben sein, was passiert, wenn wir hier rausgehen über 10.370, dann ist die Wahrscheinlichkeit als erhöht anzusehen, dass der Markt auch weiter rausziehen könnte in Richtung 10.800, 11.000 Punkte. Aber, jetzt kommt das Aber, wir sind wie gesagt übergeordnet seit dem Allzeithoch hier an einem bärischen Muster. Dieses aufsteigende Dreieck ist eher destruktiv als konstruktiv zu sehen. Und wenn wir hier diese Range sehen, dann handelt es sich grundsätzlich mit dem Abverkauf hier von Ende August über eine um eine Abwärtsbewegung, die sich wohl weiter fortsetzen könnte, denn diese aktuelle Konsolidierung scheint, wie gesagt, bärischen Charakter zu besitzen. Und wenn wir hier neben dieser rein markttechnischen Tendenz sozusagen auch noch den, hole ich gern nochmal rein, Rainbow skizzieren, dann sehen wir auch das sich hier aufbauende negative Momentum. Und dazu, das haben Sie vielleicht am Anfang schon gesehen, haben wir auch hier
diese durchaus negativ vorausliegende Saisonalität. Das ist natürlich alles keine Blaupause, das heißt nicht, dass der DAX jetzt hier genau dies vollzieht, aber wir sind statistisch in schwachen Börsenzeiten bis Oktober, bis in den Oktober hinein. Das kann eben dann hier jetzt auch tatsächlich begünstigt wirken, dass wir jetzt hier weitere Rücksetzer sehen. Und beim DAX wäre hier, und das ist psychologisch wie auch von der runden Preismarke von 10.000 Punkten sehr gut abzuleiten, dass wenn der Markt eben dieses Level unterschreitet, also nicht nach oben ausbricht, sondern nach unten rausgeht, dann kann man sich hier guter Dinge sein, wenn es unter 10.000 Punkte geht, dass wir hier deutliches Potenzial nochmal Richtung Süden haben. Und dann dürfte hier das Reaktionstief vom 24. August sicherlich ein mögliches Ziellevel sein. Das Preiskursniveau 9.400, also insofern durchaus interessant. Wollen wir mal sehen, was die Fuzzi-Logik sagt, die ja gestern hier einen bullischen Konter aufwarf. Da zeige ich Ihnen einfach mal kurz, weil auch die E-Mail kam nach dem Motto, ob wir sowas täglich zur Verfügung stellen würden. Ich will kurz darauf eingehen, weil wir den DAX natürlich hier auf dem JFD Live Trading TV nahezu täglich bewerten. Wir haben heute hier ein bärisches Pattern, einfach nur zur Beschreibung. Das Pattern selbst hat sich erledigt, da wir bereits schon über 100 Punkte höher notieren. Aber zum Verständnis, während der letzten 15, 16 Jahre tauchte eine charttechnische Konstellation im Sinne der Barcharts hier viermal auf, die in 100%, also jedes Mal, zu einer negativen Performance führte. Allerdings, die Häufigkeit ist, wenn man sich hier auch an die Klimatologie wendet, bei einer Erscheinung von unter 30 als nicht relevant einzustufen. Also hier müsste dieses Pattern sozusagen, dieses Fuzzi-Vektorlogik-Pattern noch mindestens 25, 26 Mal auftauchen, damit man hier einen Wert über 30 hat, und dann kann man das sozusagen in Erwägung ziehen. Wir hatten heute Morgen Euro-Schweizer Franken, da gab es eben hier deutlich über 500 Pattern. Das sind natürlich dann interessante Geschichten, aber zum DAX selbst heute wird sich das nicht erfüllen. Das heißt, dieses Pattern von der Konstellation wird dann auf eine Erfolgsquote von 80% abfallen höchstwahrscheinlich und dann eine Account-Häufigkeit von 5 aufweisen, wenn er hier heute nochmal zurückfallen sollte, aber das sehe ich eben eher nicht. Wir sind sozusagen in Range. Man muss mal sehen, rein technisch haben wir hier in Range eben viele Möglichkeiten, die sicherlich viele Ausstopper zum Verlocken führen, also auch ähnlich das Abholen hier von oben. Der Wochentag selber mit 50% auch nahezu neutral. Also wer hier nicht zwingend handeln muss, dem sei gesagt, dass man hier Intraday auch durchaus mal Ruhe bewahren kann. Einzig eben hier im Bereich 10.370 wäre hier im Sinne des Widerstands ein möglicher Short überlegenswert. Und dazu kommen wir jetzt auch mal zum MetaTrader-Chart gleich. Also hier die Intraday-Geschichte auf 15-Minuten-Basis, Schrägstrich 30-Minuten-Basis. Dahingehend dann interessant, dass wenn wir, und das haben wir links den indikativen DAX von JFD und rechts den Xetra-DAX, machen wir auch mal auf 30 Minuten, also hier mit Gaps entsprechend und eben hier der offiziellen Xetra-Handelszeit. Beides können Sie bei JFD handeln. Jetzt hier aber die Indikation, da wir hier auch das nächtliche Rauschen mit einfangen, sehen wir den DAX eben hier auch in dieser Seitwärtsphase, hier das Vortagestief, die Situation hier mit dieser Hammerkerze, die vom Vortagestief eben nach oben abprallte, beziehungsweise vom Vorvortagestief, das war hier diese Linie. Das Vortagestief just war ja ein Stück tiefer, rein Intraday, aber nicht per Stundenclose, ganz wichtig. Generell jetzt der DAX, wie gesagt, dem geht schon ein Stück weit die Puste wieder auf. Wenn wir mit den Pivot Levels arbeiten, also mit dem Fingerabdruck des Vortags, dann kann man sagen, oberhalb von 10.203 Punkten rund, 10.200 Punkten bleibt die Lage eigentlich konstruktiv. Und hier könnte es nochmal einen Anlauf in Richtung 10.370 Punkte geben. Rein von der Average True Range wäre sogar 10.450 rund möglich. Vorwochen hoch, dann hier bei 10.522. Das sehe ich allerdings absolut nicht für heute. Er dürfte der DAX, da wir uns nahe dem Widerstandsbereich auf der Oberseite befinden, wohl ein Stück weit schwächer tendieren. Das könnte dann auch die Fuzzi-Logik ein Stück weit beflügeln, wenngleich wir da schon deutlich eben drüber notieren. Aber grundsätzlich kann gesagt werden, der DAX ist in Range und vor dem morgigen Handelstag lohnt es sich hier höchstens die Handelsspanne in Range abzugrasen. Und da gehen wir nochmal kurz auf den Stundenchart von Guidance, wo eben hier auch nochmal deutlich wird, True Range, wie gesagt, da würden wir hier deutlich nach oben rausziehen. Da sehe ich, wie gesagt, nicht. Hier auch im Stundenchart nochmal die Situation des DAXes am eigentlichen Widerstand 10.370. Hier ist noch ein kleiner vorgeschalteter, rund 10.300. Und wenn wir jetzt mal hier drauf schauen, das ist immer hier bei Guidance auch schön visualisierbar. Hier hatten wir die Divergenzen negativer Art oben und wir haben hier mit dem gestrigen Handelsverlauf und auch dem Spike vom Morgen eine schöne positive Divergenz hier im RSI-Oszillator gesehen. Das zeichne ich Ihnen mal just hier ein. Sprich,
ansteigende Indikation, aber tieferes Preis, Low in der Bewegung. Und das ließ auch schon vermuten, dass es eben morgen, gestern vielmehr, nicht morgen, gestern zu einer weiteren Erholung kommen dürfte. Aktuell haben wir jetzt hier keine klaren Divergenzen im Chart, im eigentlichen Handelsgeschäft. Hier natürlich mit der Indikation von gestern Abend und dem Ausbruch von heute Morgen liegt eine leichte Divergenz vor. Hier auch ein kleiner Shooting Star im Bereich oder relativ ausgebildeter Shooting Star im Bereich von 10.300 lässt vermuten, dass der DAX hier kurzfristig eben, weil er sich auch in der Nähe vom Widerstandsbereich 10.370 Punkte befindet, zurücksetzen könnte. Der Wochentag mit 50% gibt wenig Aussicht, aber da wir eben eher an der Oberseite des Widerstands notieren, könnten hier kurzfristige Rücksetzer Einzug halten. Wenn es da bis 10.200 zurückgeht, dann aufpassen, was da passiert. Im Ausdehnungsfall locken dann hier Niveaus Richtung 10.110 Punkte rund, die dann hier im Sinne der Wedge Range eben dann das Tagespotenzial ausschöpfen könnten. Denn wir sind 118 Punkte bislang gelaufen und im Schnitt bewegte sich der DAX während der letzten 14 Handelstage in der JFD 24-Stunden-Indikation 229 Punkte. Soll heißen, wir haben hier noch über 110 Punkte Potenzial. Frage ist eben, ob er das heute ausreizt. Wir werden es wissen, wenn der Xetra-Schluss-Handelsschluss da ist. Auf jeden Fall wird es bis morgen wohl eher ein zäher Markt bleiben. Alles weitere dann morgen zur aktuellen Bewertung des DAXes am Donnerstag. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche noch einen schönen Handelstag und wenn Sie mögen, später schalten wir uns nochmal auf die US-Märkte. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.